Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Motscharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz. Ja. Ja. Und einem Cliffhanger, den ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe mir extra letzte Woche aufgeschrieben, dass wir da einen Cliffhanger platziert haben am Ende der letzten Sendung. Es ging um das gescheiterte Gesundheitssystem hier in Deutschland. Du hast die Probe aufs Exempel gemacht, beziehungsweise sein Sohn. Mein Sohn, ja. Das wollte ich Ihnen vielleicht auch noch mal aus persönlicher Erfahrung nahebringen. Mein Sohn, der Alfie, der ist jetzt 3,5 Jahre alt, noch so ein ganz kleiner Knirps. Und der wurde jetzt kurz vor Vatertag, am Tag vor Vatertag, da wurde der von einem Hund gebissen. Und zwar in den Kopf. So, der hatte wirklich zwei ziemlich große Narben. Vorab, es geht ihm sehr gut. Also er hat es deutlich besser verkraftet als seine Eltern. Vielleicht mal die Geschichte. Also meine Frau und ich, wir wollten am Mittwoch vor Vatertag zu IKEA, wollten da einkaufen gehen und haben den Kleinen bei seiner Oma abgegeben. Und die ist dann mit dem Kleinen zu ihrem Lebensgefährten gefahren und der hatte einen... Sorry, aber du musst tatsächlich da reinsprechen, so für die Tonqualität, da drunter hast. Ja, wie gesagt, dieser Hund des Lebensgefährten meiner Schwiegermutter hat dann aus völlig heiterem Himmel, kam von hinten an, hat den spielenden kleinen Alfie dann am Kopf erwischt. Der wurde dann sofort von seiner Tante weggezogen. Ja, und meine Schwiegermutter ist dann mit ihm ins nahegelegene Krankenhaus gefahren in Neuss. So, und die Tante hat uns dann bei IKEA informiert. Wir sind dann, haben alles stehen und liegen lassen, sind sofort ins Krankenhaus gefahren. Ja, da haben wir ihn dann vorgefunden, den Alfie, in der Notaufnahme, schon in so einem Zimmer. Und da saß er dann auf dem Arm meiner Schwiegermutter und war wirklich sehr, sehr stark am Bluten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dann insgesamt mindestens 2,5 Stunden gedauert vom Vorfall, bis er überhaupt auf dem OP-Tisch lag. Und das Beste war, er lag nicht mal in Neuss auf dem OP-Tisch. Nein, er musste tatsächlich, weil alle Kapazitäten erschöpft waren, nach Düsseldorf in die Uniklinik verlegt werden. Und da dachte ich mir schon, okay, was sind das für Zustände in Deutschland, in dem ein kleines Kind blutend mit einer wirklich ziemlich großen Wunde am Kopf 2,5 Stunden darauf warten muss, überhaupt behandelt zu werden und es nicht möglich ist, ich meine das Lukas-Krankenhaus, das ist auch das größte Krankenhaus in Neuss, dort überhaupt versorgt zu werden, weil einfach keine Kapazitäten da waren. Ja, wie gesagt, also ich sag mal, Ärzte, Schwestern, Pfleger und so weiter haben alle ihr Bestes gegeben, da gibt's nichts dran auszusetzen, aber man hat halt schon festgestellt, okay, hier mangelt es offenbar an Kapazitäten. Das war jetzt auch keine komplizierte Operation, die da jetzt hätte stattfinden müssen. Nein, das waren halt, ich meine, er lag halt insgesamt, 1,5 Stunden hat das Ganze dann gedauert. Also dann noch mit einer Aufwachphase hat es dann 2,5 Stunden gedauert. Und so fing das alles an. Und der Alfie, der musste dann halt auch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Ja, also einfach, weil er Antibiotika bekommen hat. Also er wurde dann alle 8 Stunden an so ein Tropf gehangen, da wurde ihm dann so eine Ampulle verabreicht, über eine halbe Stunde hinweg. Hat er alles gut weggesteckt, ne, muss man dazu sagen. Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Ne? Ja, und dann das Allerbeste. Ja, er ist dann am Montag entlassen worden und sollte über, ich glaube, noch 2-3 Tage Antibiotika zu sich nehmen. So, und da gibt es dann so einen Saft für Kinder, weil Kinder nun mal keine Tabletten verabreicht kriegen. So, und dann hat uns meine Frau war dann hier beim Arzt und der Arzt hat ihr dann ein Rezept verschrieben. Und da meinte die Schwester schon so, ja, rufen Sie vielleicht vorher mal in den Apotheken an, ob die das da vorrätig haben. Das könnte sein, dass die es nicht haben. So, haben wir auch gemacht. Ne? Dann haben wir ein neues, ich glaube, lass mich nicht lügen, 7 oder 8 Apotheken abtelefoniert und keiner hatte dieses Medikament, keiner hatte dieses Antibiotika. Auch nicht vorrätig, nicht lieferbar, keine
wie auch immer, ja, keine Aussicht darauf, dass das überhaupt irgendwann mal kommt. Gut, wir zurück ins Krankenhaus mit dem Rezept und dann mal gefragt, ja, könnten wir vielleicht ein anderes Rezept haben? So, okay, schauen wir mal, was gibt es denn da noch? Da gab es dann noch so einen anderen Antibiotikasaft, auch ein beliebter Stoff, den man gerne verabreicht. Ja, und auch da dasselbe Spiel. Wir rufen in den Apotheken an. Haben Sie vielleicht diesen Saft da? Naja, nein, haben wir leider nicht. Nicht lieferbar und man weiß auch nicht, wann der wieder kommt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wieder zurück ins Krankenhaus gefahren. Die haben das auch nicht. Und dann hat sich dann tatsächlich ergeben, dass die im Krankenhaus tatsächlich noch eine Flasche davon hatten. In ihren eigenen Beständen. Ja, und Was macht jetzt der Nächste in der Reihenfolge nach Alfie, ne? Ja, keine Ahnung. Unglaublich. So, ich hab dann auch direkt gedacht, so, ja, okay, der hat jetzt nur die Hälfte der Flasche verbraucht. Wem gebe ich jetzt die andere Hälfte, ne? Ich hätte da so ein richtig, wir haben dann auch eine Apotheke angerufen, haben gesagt, also wenn jemand danach fragt, kann er sich gerne hier melden, für 2 Tage ist da noch Antibiotika da, ja? So, und du willst das dann halt auch nicht wegkippen. Ich sag es mal so, man hört es ja immer wieder, ne, so als Normalsterblicher, als Otto-Normalverbraucher, dass es um das Gesundheitssystem hier in Deutschland jetzt nicht gut bestellt ist. Aber wenn man es denn dann doch mal selbst erlebt. Und insbesondere was Säfte für Kinder betrifft. Ne? Das liest man auch schon mal so ab und zu. Ja, also wenn du das dann erstmal erlebst, so am eigenen Leib, beziehungsweise im direkten persönlichen Umfeld mit den eigenen Kindern, da wird einem schon Angst und Bange beinahe. Ne? Dann weißt du, okay, es ist nicht gut, in diesem Land irgendwie krank zu werden oder sich irgendwie zu verletzen, sich irgendwie ja in dieses Gesundheitssystem begeben zu müssen. Ja, und du echt, wir sind in einem anderen Land aufgewachsen. Ne? Kinder damals, solche Mangelerscheinungen gab es halt nicht. Ne? Da war allerdings auch noch nicht das Gesundheitssystem so dermaßen sozialistisch durchreguliert wie heute. Mhm. Ne? Und was bedeutet Sozialismus, insbesondere im Gesundheitssystem? Das ist ja gerade bei diesen Säften und so, das sind Höchstpreise. Ne? Mhm. Das sind einfach zentral festgelegte Höchstpreise. Ja, zu denen produziert halt keiner. Ne? Dann verschwindet halt das Angebot, wie immer im Sozialismus, unter den Ladentischen. Ne? Wahrscheinlich, wenn du irgendwo mit einem 100er wedelst, ich weiß nicht, ob es da schon einen Schwarzmarkt gibt, aber ist eigentlich das Normalste der Welt, dass sich dann ein Schwarzmarkt etabliert. Ne? An diesem System vorbei. Wahrscheinlich gibt es das schon irgendwo. Müsste man sich mal erkundigen. Ja. Vielleicht wissen das unsere Zuschauer. Ja. Schon für Kinder selbst Schwarzmärkte, bestimmt. Müsste es eigentlich geben. Im Darknet. Wobei interessanterweise hat es Karl Lauterbach ja selber schon vorgeschlagen. Er hatte ja diese Idee, dass Leute, die eben über Medikamente verfügen, die jetzt nicht akut gebraucht werden, dass man die dann vielleicht... Ja, wenn du so willst, auch wenn ihr jetzt sagt, ruft bei mir an, ist auch schon so eine Art von... Das ist im Prinzip schon das, was jetzt... Selbsthilfe. Was jetzt so im Prinzip aufploppt. Ne? Und wie gesagt, ich hab das alles noch ganz, ganz anders in Erinnerung. Ich weiß noch damals, ich habe damals mal ein Praktikum gemacht, noch zu Schulzeiten bei Bayer. Und da ist mir mal so eine Pipette, so eine Glaspipette zerbrochen. So, und dann ist mir so ein kleines Glassplitterchen, so kreisrund, ist mir dann so im Finger stecken geblieben. Ne? So, das war nicht viel, das waren 2-3 Hautschichten oder so. Es ist halt nicht abgegangen, so beim Spülen. Ich denke so, oh. Ne? So, und dann kam dann eben der Schichtleiter, ne, von Bayer, guckt sich das an und denkt so, ja, Moment, ich rufe den Krankenwagen. Ich denke so, da ist eine Scherbe. Ne? Ich blute, ich habe nicht mal geblutet. Das war nicht mal ein Kratzer. Dann kamen tatsächlich 2 Sanitäter des Weges, haben mich mitgenommen, haben mich in einen Krankenwagen gesetzt und sind mit dem Krankenwagen ungelogen um die Ecke gefahren. Zum Gebäude schräg gegenüber. Haben mich wieder ausgeladen und mich dann in so ein Behandlungszimmer gebracht, wo dann eben diese Scherbe mit einer Pinzette entfernt worden ist. Da war nichts, ja. Aber was für ein Aufwand getrieben worden ist, wegen nichts. Aber man hatte es bei Bayer offenbar ganz dicke und hat sich dann einen solchen Service noch leisten können. Und wie gesagt, ich meine, mich auch erinnern zu können, dass in früheren Zeiten bei vergleichbaren Ereignissen, die ich jetzt so in meinem Leben erlebt habe, da wurde nie jemand aus dem Krankenhaus weggeschickt. Es wurde immer sofort behandelt. Es kam immer sofort wenn so etwas geschehen ist, wenn es zu einer Operation hätte kommen können, müssen, sollen, dann war die auch sofort da. So, und jetzt höre ich auf einmal, wir haben hier keine Kapazitäten frei. Alles ist zu, alles ist dicht.
Ich war ja neulich mal wieder in Amerika, ne? Und das ist ja auch immer faszinierend, wie jeder Supermarkt da Medikamente anbietet, ne? Ja. Und dann hast du ja Aspirin, was ist das, Paracetamol und Ibu, ne? Diese Schmerzmittel hast du da in so Dosen wie Popcorn, ne? Diese Popcorn-Tüten und diese Dosen. Ja, hier 5000 Aspirin zum Sonderpreis von $27 oder so. Wow. Ja, so ist halt der freie Markt, ne? Also der mehr oder weniger freie Markt, der ja auch da reguliert ist, aber ja, schon ein bisschen freiere Markt im Medikamentenwesen. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, gibt es da auch sowas wie Rezeptpflicht? Also, ja, doch, gibt's ja auch, die muss dann ein Arzt eben verschreiben. Ne? Ja, gibt es auch, geht aber sehr viel unbürokratischer, ja, das habe ich mir sagen lassen, ja. Aber ja, wie gesagt, klar, gut, aber Aspirin ist ja bei uns auch frei verkäuflich, ja, aber ja, diese 5000er-Packung habe ich noch nicht gesehen. Muss er halt mehr. Weiß auch nicht, zu welchen Preisen, ne? Weil da sind, glaube ich, so ungefähr die Preise für ein paar Tausend da, zahlst du hierfür dann eben so deinen 20er-Streifen. Ja, ja. Wobei das natürlich auch fraglich ist, ob man sich das überhaupt alles geben sollte. Na, und ich versuche. Neigen übrigens die Amerikaner, das ist ja die Schattenseite, die neigen ja wirklich dazu, dann auch so Aspirin ist ja bei denen täglich Brot. Ne, ja, ja, Beispiel, ja, klar. Nee, also ich denke, sollte man eher fern von bleiben. Aber wie gesagt, wenn es denn mal akut wird, ja, und wenn man es dann denn mal erlebt, ja, dann stellt man fest, oha, hier ist einiges im Argen. Da ist mir dann eben auch der Gedanke gekommen, ja, wie viele Leute sind denn von solchen Ereignissen betroffen? Es sind ja eigentlich die wenigsten, dass so etwas passiert, kommt ja eher selten vor, ne? Und insofern hat sich das dann wahrscheinlich hier noch gar nicht so bemerkbar gemacht. Man hört es zwar immer und überall und ständig und dauernd, aber es dann wirklich einmal zu erleben und es dadurch eigentlich wirklich erst zu erfassen, das ist schon ein Unterschied. Also habe ich jetzt zumindest an mir festgestellt. Und ja. Und es ist wie immer auch der Umgang der Medien damit, macht einen eigentlich fassungslos, weil es betrifft unsere Kinder oder es betrifft die Kinder in Deutschland. Also ich bin in einem Land aufgewachsen, da hätte man gedacht, wenn sowas passiert, ja, dass die Kinder nicht mehr versorgt werden mit Medikamenten, dann wären aber die Gazetten jeden Tag voll und Sondersendungen und noch und nöcher. Ne? Aber nö, auch das ist jetzt in diesem Land, das ist jetzt dem besten Deutschland, das wir je hatten. Das neue Normal. Das neue Normal, genau. Da sind wir angekommen. Ja, man hat es uns ja schon zu Beginn der Pandemie prognostiziert, dass wir jetzt in einem neuen Normal leben. Und ja, das ist es jetzt. Ja, und so viel zum total maroden Gesundheitssystem. Ich durch Zufall bin ich jetzt auf zwei Arbeitsblätter gestoßen. Vom Gesundheitssystem zum Bildungssystem. Auch unsere kleinen. Dieselbe Planwirtschaft. Es ist ungeheuerlich. Moment, da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz in mein Handy gucken. Und zwar hat mir ein Bekannter ein Arbeitsblatt zugeschickt, also das Foto eines Arbeitsblattes. Und dieses Arbeitsblatt, ich möchte Ihnen das kurz vortragen. Arbeitsblatt 7 zum Video von Purplus. Klima retten jetzt. So, und dann haben wir da so ein paar Aufgaben. Sieh dir das Video Klima retten jetzt von Purplus an. Welche Themen werden in der Sendung besprochen? Nenne Stichpunkte. Zweitens, löse das Quiz. Kreuze an. Wie viel CO2 verursacht ein Mensch durchschnittlich im Jahr? Und dann hast du hier so einen Multiple-Choice-Test. Wofür steht die Abkürzung CO2? Also das ist eine Aufgabe für Fünftklässler. Worum geht es bei Fridays for Future? Eine Auswahlmöglichkeit, freitags auf das Autofahren verzichten. Ja, unter anderem. Multiple-Choice-Test, wie gesagt. Wie lautet das Ziel des Pariser Klimaabkommens? Erderwärmung, So, und so weiter und so fort. Und weißt du, jetzt könnte man natürlich meinen, okay, Kinder werden im Sachkundeunterricht indoktriniert, aber nein, das ist eine Deutschaufgabe. Boah. Das haben sie im Deutschunterricht, ja. Und ein anderes Arbeitsblatt, das betrifft ebenfalls ein hier in der Gesellschaft brennendes Thema. Aufgabe Sozialkunde Klasse 8.3. Wähle aus der Tabelle, eigene Ergänzung ist möglich, eine diskriminierte Menschengruppe aus und gestalte ein Poster. Und jetzt haben wir hier so ein wunderschönes Schaubild. Und jetzt ist aufgelistet. Es ist aufgeteilt in drei Spalten.
auf der einen Differenzierungskategorie, da hast du Geschlecht, Hautfarbe, Klasse, sozialer Status, Religion, Generation, Alter, sexuelle Orientierung, Gesundheit, Behinderung. Und dann hast du eine Aufteilung hier, Diskriminierte und Nicht-Diskriminierte. Ich möchte mal kurz die Nicht-Diskriminierten aufzählen. Nicht-Diskriminierte sind Männer. Nicht-Diskriminierte sind weiße Menschen. Nicht-Diskriminierte sind besitzende Menschen, gut verdienende. Nicht-Diskriminierte sind außerdem ChristInnen. Nicht-Diskriminierte sind Erwachsene zwischen 20 und 50. Nicht-Diskriminierte sind heterosexuelle Menschen. Nicht-Diskriminierte sind Menschen ohne mit wenig gesundheitlichen Beschwerden und so weiter und so fort. Da bleibt einem schlicht und ergreifend die Spucke weg, wenn du siehst, wie hier wieder mal regelrecht Lager gebildet werden, Menschen aufgeteilt werden, Menschen klassifiziert werden, ja, mit einem natürlich hehren Ziel. Ja, man will ja, dass die eine Gruppe irgendwie ihrer Benachteiligung entledigt wird. Ja, aber das ist ja Benachteiligung per Definition. Das wird ja nicht mal begründet. Ne? Das wird einfach gesagt, so, die werden jetzt, das sind die Guten, die werden benachteiligt, ja. Das sind die Schlechten. Da sagen wir jetzt einfach, die werden nicht benachteiligt, ja. Auch wenn sie vielleicht ganz konkret irgendwo schon benachteiligt werden. Ja, ja. Ja, es ist natürlich irre. Wie sagte Markus Krall zuletzt so schön, das fand ich so schön, wir leben in einem Irrenhaus, wo die Patienten die Leitung übernommen haben. Ne? Das ist natürlich der Ist-Zustand unserer Zeit, ja, unserer Welt, in unserer westlichen Welt. Aber spannend, ne? Sonst hätten wir auch nichts zu tun, ne? Wenn's nicht so wäre. Sonst hätten wir nichts zu tun und ich glaube auch, ich sage es ja immer wieder, es ist ja, man kann schon in Anführungsstrichen dankbar dafür sein, das alles so miterleben zu können. Ja, weil es einfach auch, ich sag mal, Tragik hin oder her, es hat auch irgendwo, wie ich immer sage, seinen Unterhaltungswert. Ja. Es ist. Da musste man früher Monty Python Filme für gucken, ne? Für diesen Wahnsinn. Ganz genau. Und wir kennen ja alle diese Szene aus Das Leben des Brian. Ich möchte aber auch Mutter sein. Ja. Die waren ihrer Zeit weit voraus. Weit voraus. Und hätten auch nie wahrscheinlich für möglich gehalten, dass das alles demnächst der Echtfilm wird. Ne? Nee. Ja, wobei, ne, ich meine, nee, hätten sie damals hätten nicht sie getan. Nicht, aber ich meine, John Cleese glücklicherweise, der äußert sich ja diesbezüglich auch sehr, sehr eindeutig. Ne, macht halt klar, was das hier für ein Schwachsinn ist, der uns hier um die Ohren gedonnert wird. Und da muss man mal sagen, ich meine, wenn man jetzt so einem unbedarften Jugendlichen, der jetzt in dieser Zeit gerade groß wird, wenn man dem mal Monty Python zeigen würde, was würde der denn denken? Das ist ja. Ja. Was würde der denn sagen? So, ich meine, der könnte wahrscheinlich nicht drüber lachen, weil er ja jetzt wahrscheinlich auch nicht lacht. Ne? Das ist alles für normal hält. Und würde denken, was haben die damals für Filme geguckt? Worüber was, haben die gelacht? Was, verstehe was, ich nicht. Was ist denn daran witzig? Es ist, ja, aber da merkst du auch, hier wird so ein richtiger Spaltpilz in die, ich sag mal, Generation getrieben. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich gar nicht glaube, dass das so wirklich funktioniert. Also ich sag mal, mein Neffe, der ist jetzt 15 Jahre alt geworden, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Das geht dem so völlig, das geht dem völlig am allerwertesten vorbei. Der ist kein Klimakleber, der glaubt auch nicht an Fridays for Future, dem ist das alles völlig egal, ja, der hat irgendwelche, weiß ich nicht, anderen Hobbys, sag ich mal, also der wird auf jeden Fall Kapitalist, hundertprozentig, das, was der jetzt schon macht, ja, und wie gesagt, auch hier dieses Gender-Gedöns, das hält der auch für Unfug und es scheint wohl auch tatsächlich so zu sein, dass das jetzt nicht mal eine Minderheit ist, die das für Unfug hält. Ich fürchte, dass das an zum Beispiel Gymnasien ganz anders aussieht als an Gesamt- und Hauptschulen. Ne? Ja, das meine ich, ja, aber. Und ja. Zwar so, dass in Gymnasien wirklich der Mist geglaubt wird, ne? Ja. Die Leute viel mehr indoktriniert sind, ja. Während so der gesunde Hauptschüler oder Gesamtschüler, ja, möglicherweise auch noch aus anderen Kulturkreisen, der sagt natürlich gern bei dem Gender-Unsinn, ne? Egal was die Lehrer erzählen, sag mal, geht's noch, ne? So wie wir auch. Der würde auch noch Monty Python verstehen. Ja, ja. Ne?
Aber ich muss sagen, wenn ich es jetzt so mitbekomme, unsere Große macht jetzt gerade Abitur, da hat Abitur gemacht, gestern die letzte Prüfung, da ist schon ein Großteil in der Stufe, ist schon links-rot-grün verseucht, ne, im Kopf, muss man schon sagen. Ja. Ne, also was man so hört. Wobei die Frage. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das an der Gesamtschule in dem Maße auch der Fall ist. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, alles unterhalb des Gymnasiums, da glaube ich, weiß ich nicht, da werden wahrscheinlich die Jugendlichen ganz, ganz andere. Auch die Unis, glaube ich, an den Unis ist schon viel verloren. Ja, wozu man sagen muss, wir haben ja jetzt, was die Unis angeht, so einen ziemlich krassen Strukturwandel, wenn du so willst, in den letzten Jahrzehnten miterlebt. Du siehst ja, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent sind das, 40% der Schulabgänger gehen auf eine Uni. Also früher völlig undenkbar. Also früher waren es, weiß ich nicht, 10% oder sowas. Aber du hast ja gleichzeitig auch so eine gigantische Abbrecherquote. Ja, also ja. Diese ganzen Typen, die eigentlich nie, ich sag mal, auf die Uni gehört hätten, die brechen natürlich irgendwann mal ab, ja, und gehen in die Politik und werden dann. Das beste Phänomen, hatten wir da letzte Woche schon drüber gesprochen, ich glaube noch nicht, in der Bild-Zeitung schrieb ja einmal, dass 600.000 junge Menschen verloren gegangen sind in Deutschland. Ne? Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich habe es jetzt. Also, wo sind die 600.000 jungen Menschen? Die tauchen in keiner Statistik auf, die beziehen auch keine Hilfsleistung, sind aber auch nicht in irgendeiner Ausbildung oder an der Uni. Also die naheliegendste Erklärung ist, dass die wahrscheinlich digitale Nomaden sind, irgendwo mit einem Laptop jetzt sitzen und sagen, hier Deutschland, ihr könnt mich mal, ne? Und auch keine Steuern zahlen, was natürlich gut wäre. Ne? Also das würde ich sagen, das wäre natürlich wieder ein schönes Zeichen, dass die sich dem System entziehen. Ja. Und sagt, muss man sagen, was war das? Ich glaube 600.000 junge Menschen bis 30, unter 30. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine gewaltige Hausnummer. Ja. Das ist jede Menge. Das ist schon ein beträchtlicher Anteil, wenn man davon ausgeht, dass wir hier nur 17 Millionen Leistungsträger haben. Da ist das ja schon ein krasser Anteil. Und ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wo diese Leute sind. Vielleicht sind sie halt ausgewandert. Vielleicht, so wie du es sagst, digitale Nomaden mit Laptop, die dann, was weiß ich, schwarz ihr Geld verdienen, ohne jetzt überhaupt ein Gewerbe angemeldet zu haben oder so. Vielleicht auch in Deutschland, ne? Klar. Vielleicht auch in Deutschland. Ja. Ich meine, keine Ahnung, du kannst dir, ich sag jetzt mal so, wenn du einen 3D-Drucker hast, was du damit schon alles anstellen kannst, ja, auch wieder so ein Beispiel. Mein Neffe hat nämlich einen. So, und jetzt hatte ich neulich das Problem, ich habe mir Türen gekauft für zu Hause und hatte dann hier die Türbeschläge, ne? Die Türgriffe, genau. Die haben halt so ein bisschen gewackelt, ja. So, und dann hat mein Vater halt das Loch ausgemessen, in dem die Fassung drin gewesen ist. Und dann hat er sich von meinem Neffen passgenau einen Plastikring drucken lassen mit einer Aussparung in der Mitte, wo dann der Griff reingepasst hat und das Loch komplett ausgefüllt worden ist. Und es wackelt nicht mehr. Das hat er einfach so per 3D-Drucker gemacht, zack, raus, fertig. Schlecht. Im Baumarkt hätte ich sowas nicht gefunden. Habe ich nämlich gefragt. Ich habe gefragt, habt ihr irgendetwas, womit ich das vielleicht stabilisieren kann? Nee, da müssten sie einfach nur ziemlich festschrauben. Ne? Festschrauben hat überhaupt nichts gebracht. Es war einfach nur die Luft, die da war. Ne? Also das hat halt nicht funktioniert. Und deswegen, diese kleinen Plastikteile, die der mir da ausgedruckt hat, ja, haben perfekt geholfen. Fantastisch. Ne? Und da musst du dir mal drüber nachdenken. Das ist jetzt ein ganz, ganz popliges, simples Beispiel, was du mit so einem Ding eigentlich anstellen kannst. Und da gibt es ja noch zig andere. Ne? Den YouTube-Richtlinien entsprechend erwähne ich nicht, was damit noch alles möglich ist. Nein, um Gottes Willen. Niemand soll ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Waffen oder so, soll man dann natürlich überhaupt nicht haben. Nein, da sind wir auch strikt dagegen. Sind wir natürlich, wir sind auch froh, dass es hier in Deutschland ein so restriktives Waffengesetz gibt. Das zu sagen, ohne in Lachanfälle auszubrechen, das fällt schon schwer. Ne, was soll man dazu sagen? Nee, und ja, wie gesagt, aber ne, wie gesagt, so mein Neffe, der ist dann auch wieder wie soll ich sagen, der gibt mir immer Hoffnung in die jetzt kommende Generation, dass eben, wie gesagt, nicht doch alle so völlig verstrahlt sind und eigeninitiativ ihren Weg suchen. Ne? Und ich sag mal, ja, es ist, glaube ich, auch, wie gesagt, immer noch unsere Aufgabe, diesbezüglich irgendwie
ja, sexy zu wirken, so als Libertäre, dass man das dann eben auch mit so einem Lebensgefühl verknüpft. Ja, ne? Also ja, weil ich finde es einfach beeindruckend, dass es halt tatsächlich noch in seinem Alter, wie gesagt, 15 Jahre alt, dass da so viel Unternehmertum noch drin steckt. Und ich denke mal, er ist nicht der Einzige auf der Welt. Ne? Er ist wahrscheinlich einer der eher wenigen, aber ja, du kriegst das aus den... Gut, YouTube ist ja auch voll damit, ne? Mit irgendwelchen Leuten, die halt einfach sich über YouTube selbstständig machen zum Beispiel. Genau. Das hat es ja so auch vorher noch nicht gegeben. Ne? Wie gesagt, gehört auch zu diesen interessanten Zeiten, diese, ja, ich sag mal, trotz der vielen Schatten, es gibt auch Licht. Und darauf sollte man immer so versuchen, den Fokus zu legen, denke ich. Ne? Ah, ich musste übrigens am Samstag an dich denken. Ich habe nämlich Samstag. Ich war am Samstag hier im Büro, habe auch schön gearbeitet. Und irgendwann 3:30 denke ich, ist nicht heute letzter Bundesligaspieltag. Ne? Mhm. Ich denke, machst du mal so nebenbei. Ging ja auch über Computer, habe ich dann irgendwann gefunden. Altes WDR 2 hier. Mhm. Fußball, ne, was man so vor 30 Jahren dann, was weiß, wie hießen sie alle? Egal, Rolf Töpper Wien und keine Ahnung. Genau, Tor in Wattenscheid, ja. Tor in Wattenscheid. Dann letzter Spieltag war natürlich immer schon cool. Ich denke, hörst du mal so rein? Ne? Weil eigentlich war ja so, ja klar, Dortmund wird jetzt Meister und so. Eigentlich war alles so ein bisschen und dann lagen die, glaube ich, zurück, ne? Und dann war das ja unglaublich spannend. Ne? Dann ging das ja hin und her. Habe ich dann tatsächlich da 1,5 Stunden mit Nachspielzeit und so weiter dann, also wie in alten Zeiten, Fußball gehört. Mhm. Und habe dann gedacht, so für mich, ja, also ich glaube nicht, dass da einer Regie geführt hat, ja. Also beim Fußball jetzt, ich sag mal, also das war, die Dortmunder wollten schon Meister werden, wurden es aber nicht. Ne? Und die bekloppten Bayern, die wollten eigentlich gar nicht so richtig, sind aber Meister geworden. Also da hat keiner irgendwie dran gedreht. Da war jetzt auch nicht irgendwie eine krasse Schiedsrichterentscheidung und also glaube ich nicht, dass da einer dran gedreht hat. Okay. Habe ich nur gedacht, die spannendsten Geschichten schreibt dann eben doch das Leben. Ne? Und manchmal kommt es eben doch überraschend. Ne? Ja. Also nicht alles ist vorgezeichnet irgendwo. Also das hat mir jetzt irgendwo dieser Sportnachmittag gezeigt. Ja. Es gibt eben immer Akteure, ja. Und es gibt eben auch mal Ausgänge, mit denen keiner rechnet oder mit denen manche nicht rechnen. Ne? Das Ganze war, glaube ich, einen Tag später dann nochmal in der zweiten Liga. Dann so, ja, ist halt, der Fußball ist halt so, war unglaublich spannend, war echt schön. Und ein Teil davon, glaube ich, passiert auch in der Politik. Also manches ist dann eben auch einfach, da sind Akteure, die agieren glücklich oder unglücklich, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Mhm. Und da passieren Dinge, die wir vielleicht auch manchmal, nicht an allen Stellen, die wir vielleicht auch manchmal überinterpretieren, wo einfach Leute am Ball sind und daneben treten. Oder auch mal die sonst nichts können, auch mal einen Treffer machen. Ja, das, sowas passiert dann auch in der Politik. Und dann versucht man da die unglaublichen Interpretationen dann da reinzulegen. Ja, das ist aber einfach, der Ball ist rund. Ne? Der Ball ist vielleicht rund. Auch in der Politik, an irgendeiner Stelle dann mal. Ne? Das ist durchaus möglich. Es ist ja, ich sag mal, vieles von dem, was uns eben hier begegnet, ich finde es deswegen nur so beeindruckend, weil es eben diese Wirkung hat. Also es wirkt fast schon an vielen Stellen beinahe schon choreografiert. Also ich schaue mir dieses Spektakel ja gerne an. Aber genau deswegen muss ich daran denken. Ich denke, boah, was für ein Film, dieser Bundesligaspieltag. Ja, ne? Ja. Da würden wir jetzt denken, ja, da hat er sich aber einer richtig Mühe gegeben. Ja, aber vielleicht ist auch manchmal, ist einfach der Film gut, klar, und man denkt, boah, toll. Ja. Aber letztendlich ist es halt auch einfach so gekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich sag ja permanent, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit meinen Mutmaßungen richtig liege. Ich weiß jetzt auch nicht, meine neueste Mutmaßung ist ja jetzt, dass jetzt gerade eben auch der Aufstieg der AfD gewissermaßen eingeleitet worden ist. Und es sind halt hier so kleine Feinheiten, die einem hier und da auffallen, wo man sich dann denkt, so, oh, da hat sich jetzt aber was geändert. So, und dann fragt man sich natürlich, ja, warum hat sich das jetzt geändert? Und dazu muss man sagen, es kann natürlich selbstverständlich auch sein, dass jetzt dieser ganze Irrsinn um uns herum, dass der natürlich auch auf die Leute abfärbt, beziehungsweise dass auch die Leute mitkriegen, die eigentlich immer so bei der Stange waren und irgendwie alles systemtragend mitgestaltet haben, ja, beispielsweise bei der Bild-Zeitung, beim Springer Verlag und so weiter, da siehst du ja schon ziemlich deutlich, da gibt es eine Abkehr vom, ich sag mal, von dem Zeitgeist. Ne? Also gerade so in der Welt oder bei der Bild, da wird eben oft auch gegen den Zeitgeist angeschrieben, wenn auch nicht vollumfänglich, aber
doch hier und da hast du dann doch schon sehr, sehr krasse, ja, ich sag mal, Abweichungen. Also wie gesagt, ich erinnere an diesen Meinungsartikel von dem Martenstein, der da eben eigentlich das Undenkbare hingeschrieben hat, dass AfD-Wähler eben keine Putin-Liebhaber und keine Nazi-Nostalgiker sind. Ja, ja, vor allen Dingen, der das Allerbeste als Lösung von diesem ganzen Mist hier eigentlich präsentiert hat und gesagt, so, eigentlich muss jeder Bürgerliche hingehen, rechts, wie, rechts vor, ja, natürlich bin ich rechts. Ja. Und stolz darauf. Ja. Ne? Er hat das auch noch explizit so gesagt, wie ich das, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt hatte, man muss das so machen wie die Schwulen. Ne? Schwul war ein Schimpfwort und die dann gesagt haben hier, klar, schwul. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist, ja, und absolut. Wenn ihr meint, ich bin rechts, dann bin ich rechts und das ist auch gut so. Ja. Ne? Wenn jetzt die Libertären, weil sie Freiheit wollen und Staatsscheiße finden, wenn die rechts sind, ja, geil. Super, sind wir rechts. Ne? So, so ungefähr. So nimmt man ihnen ne? ja den und, Wind aus den Segeln. Und das sagt er, ja, das müsste eigentlich die CDU machen. Und der Witz ist, ich bin dann, jetzt bin ich schon wieder so weit, zu sagen, ich bin in der Zeit aufgewachsen, ja damals, Junge Union, ich weiß noch, wir hatten Aufkleber von der Jungen Union, der CDU-Jugendorganisation, mir stinken die Linken. Ne? Das ging noch eindeutig, da hätte auch jeder in der Jungen Union und Franz Josef Strauß, die haben sich als rechts gesehen. Ne? Das war ganz normal. Natürlich. Und mir stinken die Linken so. Und das ist halt alles irgendwie... ist das halt von links indoktriniert worden und ja klar, die CDU hat halt keine Eier in der Hose, ne? Und das sagt jetzt Martenstein, ja, das ist von der CDU leider nicht zu erwarten, da braucht man schon ein bisschen Eier in der Hose, ne? So, und jetzt kommst du und sagst natürlich, implizit sagt er, die AfD-Leute haben die Eier in der Hose, ja, kann man so interpretieren. So, und er ist, also den Artikel, wenn du, also wie gesagt, wenn man sich den Artikel durchliest, ich habe daraus eine eindeutige Wahlempfehlung herausgelesen. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Artikel gewesen. So dann, aber was ich viel viel spannender finde, das hatte ich glaube ich gestern in der Wortmeldung. Dieser eine Satz in diesem Bildartikel, ne, wo es dann wo es darum dieses Hotel geht, das jetzt in Gladbeck meine ich für 600.000 Euro im Monat gemietet werden soll, um da jetzt 600 Flüchtlinge unterzubringen. Da war dieser eine Satz. Nicht nur hier die SPD-Bürgermeisterin hat sich dagegen ausgesprochen, auch AfD, bla, schlag mich tot, hat im Düsseldorfer Landtag gesagt, ja, es ist ja unglaublich, was hier für horrende Kosten entsteht. Ohne Markierung. Ohne Markierung, ohne Hysterie. Der Nazi von der AfD hat gesagt, also nein, der AfD-Fraktionsvorsitzende. Ja, genau, richtig. Ja. Punkt, fertig. Ohne Framing, ohne gar nichts. Und das ist ja das, was ich sag mal, vor anderthalb Wochen, wo ich eigentlich jetzt, also wenn ich richtig liege, dann wird uns das jetzt immer häufiger und häufiger begegnen, dass man die AfD nicht hysterisiert vielleicht präsentiert. Also anders jetzt beispielsweise als bei Lanz, wo hier dieser, ich glaube, klimapolitische Sprecher von denen aufgetaucht ist. Aber da habe ich auch gesagt, das ist doch choreografiert, wie der Lanz sich da eigentlich wirklich vollumfänglich zum Affen gemacht hat. Naja, aber ich meine, das ist doch wirklich mit der gängigen, mit einer ganz gängigen Herleitung genauso gut zu erklären. Die sind doch so drauf, ja. Diese Redaktion, er hatte natürlich einen Knopf im Ohr von seiner bekloppten Redaktion. Und jetzt die da nur drauf sind, den Typen fertig zu machen. Ne? Der Lanz vorher schon heiß gemacht, dann kriegt er ständig von seinem Knopf im Ohr, boah, jetzt gib ihm Zunder, ne? Dann gibt er ihm halt Zunder und macht sich zum Affen, ne? Das ist eben so. Und da ist halt hier, ne, wie gesagt, das ist halt hier die große Frage, ne, die sich mir da auch stellt. Sind das Stümper? Ja. Dann ja, sind, ich ja, meine, also, ne, also wie gesagt. Ich meine, du musst auch mal überlegen, bei den Politikern sind wir uns ja einig, dass das Negativauslese ist. Ja. Das ist ja systematisch über Jahrzehnte hinweg. Ja, nicht die Besten auserlesen, ne, um das mal YouTube-konform zu sagen. Es sind nicht die Qualifiziertesten und auch nicht die charakterlich Qualifiziertesten, die da herangezogen werden, aufgrund gewisser Anreize. Ne? So, und wie ist das denn in den Medien? Ne? Wie ist das denn in den öffentlich-rechtlichen Medien? Wer wird denn da hochgespült? Ne? Ja, da hast du natürlich auch so eine gewisse politische Vorauswahl. Ne? Du wirst ja beim WDR... Möglicherweise auch eine charakterliche Vorauswahl. Ne? Ja, die kannst du ja im Parteibuch notfalls ablesen. Ja. So, und... man weiß, also ja, aber das sind dann eben nicht mehr so Qualifizierte, ne? Also das, wie gesagt, das kann durchaus, wir können uns, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das alles, was hier geschieht, tatsächlich in Anführungsstrichen Zufall ist, beziehungsweise, dass diese Dinge, die wir jetzt so mehr oder weniger zu Gesicht bekommen, dass das einfach
die nötige Konsequenz aus dem ist, was vorher gewesen ist. Also diese ganze Negativauslese sowohl in der Politik als auch in den Medien, die kommt jetzt an ihre völlig natürlichen Grenzen und bricht jetzt faktisch zusammen. Ja, also ich denke, den Menschen hier in Deutschland ist, glaube ich, oder wird immer mehr und mehr die Omnipräsenz von Problemen und Katastrophen und weiß ich nicht was, bewusst. Und man nimmt das Leben schon längst nicht mehr so wahr, wie es jetzt, ich sag mal, noch vor der C-Geschichte gewesen ist. Da waren die Leute, glaube ich, eher entspannt. Das Leben lief so seinen Gang. Dann kam, wie gesagt, C. Und C ist jetzt zwar vorbei, aber es hat sich nichts gebessert. Es ist, wie gesagt, das neue Normal. Und ich glaube, viele, viele Menschen wollen sich nicht und werden sich auch nicht mit diesem neuen Normal abfinden. Das, ich sag mal, da spricht auch nur wieder die anekdotische Evidenz dafür. Ich nehme mal immer gerne meine Eltern, die ja eigentlich hier diese Beton-Tagesschau-Zuschauer sind und eigentlich mit alternativen Medien und alternativen Sichtweisen nicht allzu viel zu tun haben. Aber meine Mutter, die schickt mir bei WhatsApp immer diese knallharten Videos. Jetzt zum Beispiel neulich hat sich ja auch Aust wieder gemeldet, der hatte da so einen Einminüter, schickt die mir dann zu. Oder hier zum Beispiel unser Markus Krall, der, ne, wie gesagt, durch die ganze, ich sag mal, alternative Medienlandschaft tingelt. Und ne, da werden dann halt hier so kleine Ausschnitte gemacht und die machen dann bei WhatsApp die Runde. Und selbst meine Mutter schickt mir eben genau diesen Stoff. Ja, und da denke ich auch immer so, wow. Das ist schon mal so ein deutliches Zeichen. Und ja, ich sag mal, die Themen, die wir jetzt eigentlich hier behandeln, die bewegen die Menschen. So, und ja, wie soll man sagen? Also man stellt ja schon fest, es gibt so eine Art, so auf der etablierten Seite, da gibt es tatsächlich so eine Art Siegesgewissheit. Also das stellt man ja schon fest. Also die scheinen ja völlig fest davon überzeugt zu sein, dass die Dinge so kommen, wie sie sie geplant haben, wie sie sie vorhaben und so weiter. Und es deutet meiner Meinung nach vieles, sehr, sehr vieles darauf hin, dass dem nicht so ist. Dass dem wirklich nicht so ist. Und das könnte man jetzt eben über mein Modell erklären oder eben über dieses Modell. Es ist einfach ganz stinknormal, dass solche Unfähigkeit, dass so eine Inkompetenz irgendwann einmal auch zusammenbrechen muss. Das ist ganz normal. Das Normalste der Welt, wenn man so will. Ne? Ohne dass ich jetzt auf die Kraft von Wahlen vertraue oder von irgendwelchen politischen Systemen vertraue. Ne? Aber ich sehe das immer so ein bisschen als Stimmungsbarometer, irgendwelche Wahlergebnisse. Ne? Und wir gucken immer auf AfD, das ist ja auch interessant. Wirklich steigt und steigt und steigt in den letzten Monaten. Steigt und steigt und steigt der Wähleranteil. Spanien, erfährt man auf einmal nebenbei eine Spanier-Regierungszusammenbruch, Neuwahlen, ne? Die haben eine Linkskoalition. Und eigentlich alle gehen davon aus, dass demnächst eine Rechtskoalition kommt. Und dann schaut man mal, ja, wer ist das da eigentlich? Das ist so die spanische Version der CDU. Aber in Koalition, man sehe und staune, mit dieser Vox-Partei. Guckt man nach, was will diese Vox-Partei? Ne? Und sieht dann, dass die wirklich die Rhetorik so ein bisschen der Republikaner in den USA haben und sagen, Leute, wir müssen hier diesen Sozialismus im Land bekämpfen. Wir müssen die sozialistischen, kommunistischen Tendenzen, wir müssen sie ausfegen. Ja, das sind unsere Feinde. Es geht nicht mehr um irgendwelche politischen, demokratischen Entscheidungen. Nein, hier haben die Sozialisten die Macht ergriffen und denen müssen wir die entreißen. Ne? So ganz klar, das sagt die Vox-Partei, die möglicherweise demnächst an der Regierung in Spanien sitzt. Ne? Gut. In Italien hat man auch so eine, in Anführungsstrichen, Rechtskoalition. Da hat sich überhaupt nichts geändert, nachdem sie dann an der Regierung waren. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist auch nicht das, was ich erwarte. Aber so als Stimmungsbarometer, das ist schon interessant. Ne? Wobei ich glaube, Meloni auch nie so konkret sich gegen Sozialismus ausgesprochen hat. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber ja, das stimmt, weil letztendlich kommt sie ja aus dem ursprünglich neofaschistischen Partei. Ne? Ja, und Mussolini war ja auch ein alter Sozi erstmal. Ne? Sie kommt ja vor allen Dingen auch aus diesen, ich sag mal, ganzen Zirkeln. Sie hat da ja Verbindungen zum WEF und so weiter. Ja, also das, ich muss dazu sagen, das haben eigentlich schon relativ viele alternative Beobachter beziehungsweise Beobachter aus den alternativen Medien, die haben schon vor der Wahl beziehungsweise während der Wahl und nach der Wahl haben eben darauf hingewiesen, ja, vielleicht ist das mit Meloni, ne, ich meine, die sich da jetzt hier und da mal so und so präsentiert hat, vielleicht
ist sie doch nicht die Lösung. Also das war, da war man vorher schon so ein bisschen kritisch, was sie anging. Ja, und das wird wahrscheinlich in Spanien im Endeffekt auch nicht so sein. Aber interessant ist, dass die Leute dafür empfänglich sind und sagen, okay, die wähle ich jetzt mal, weil die den ganzen Sozialismus hier auskehren wollen. Ne? So, das ist schon... Das ist schon, ja, das ist einfach... Ne? Zusammen mit jetzt demnächst vielleicht 20% Wähleranteil AfD. Im Osten dann nochmal ein ganz anderes Spiel. Ne? Ja, das ist wirklich, das wird... Ich sag, wobei die AfD im Osten ja gerade nicht antisozialistisch ist. Ne? Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, wozu man nicht sagen unbedingt muss, jedenfalls. Also ich habe ja auch gelegentlich Kontakt mit AfDlern, die eben aus den mitteldeutschen Bundesländern kommen. Und da ist, glaube ich, auch die Stimmung tatsächlich die, dass man ja doch irgendwo die Staatseingriffe deutlich reduziert sehen möchte. Das habe ich schon so mitgekriegt. Also das schreibt man mir auch oft. Und ich möchte das jetzt einfach mal auch glauben, dass diejenigen, die die AfD wählen, sie auch wählen, weil sie eben diese Bevormundung und diesen ganzen Narrativen einfach nicht folgen wollen, die uns da jetzt ja aufgebrummt werden, ja. So, und wie gesagt, du hast eben gesagt, wir haben schon Juni, das Jahr ist quasi vorbei, Weihnachten steht vor der Tür, machen Sie sich auf in die Supermärkte, solange es noch was zu kaufen gibt. nee, es ist ja so, im Juni kannst du sagen, ja, ist vorbei, ist gelaufen, ne? So, Weihnachten ist dann direkt da, wir werden auch hier zum Dachtheken-Duett dann hier sitzen und sagen, boah, weißt du noch, im Juni haben wir es gesagt und zack, ist es soweit. Ja, ja, ja. Und ja, dazu muss ich sagen. Und dann kommt 24. Dann kommt 24. Und ich bin ja richtig, richtig, richtig gespannt, was 24 so bringen wird. Weil 24, das wird eigentlich, also das wird auf jeden Fall, was Deutschland angeht, wird es einige Veränderungen geben. Da kannst du felsenfest von ausgehen. Wir haben ja, ich hatte es, glaube ich, gestern kurz erwähnt, wir haben ja nicht nur in Brandenburg, Thüringen und Sachsen Landtagswahlen. Nein, wir haben in allen Bundesländern auf der anderen Seite Kommunalwahlen. So, und du kannst mal wirklich felsenfest davon aus, dass da wohl der ein oder andere Bürgermeisterposten dann wohl auch in die Hände der AfD fällt. Und dann, wie soll ich sagen, dann wird es einen Epochenwandel hier gegeben haben. Davon gehe ich aus. So, und ich glaube auch tatsächlich immer noch, also wenn jetzt diese Wahlumfragen stabil bleiben, die müssen nur stabil bleiben, die müssen gar nicht mehr steigen, ja, wenn das stabil bleibt, ja, dann haben wir entweder eine sich als Einheitspartei bekennende Allparteienkoalition gegen die AfD oder die AfD wird tatsächlich. Haben wir ja de facto in Thüringen. Ne? Ist halt die Frage, wie lange die dieses Spiel noch spielen wollen. Ja, und das, glaube ich, das geht immer mehr Leuten auf den Senkel. Ich meine hier Bodo Ramelow, der ist jetzt bei, wo steht der, 25%. Das ist vernichtend. Ja, also das ist, ja, für Thüringen ist das halt ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig. Und die AfD gleichzeitig bei, ich weiß nicht, 30 oder 32, nee, ich glaube Sachsen sind sie bei 32, vor der CDU mit 31% und Thüringen sind sie bei 30. So, und da wird sich dann wirklich auch der ein oder andere Politiker die Frage stellen müssen, wie kann man es noch rechtfertigen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, stärkste Partei im Landtag einfach komplett auszuschließen. Das wird ja nicht mehr funktionieren. Da wird es dann auch argumentativ brüchig bei denen, ja. So, wenn also möglicherweise werden die noch voll durchdrehen, hier so mit so Leuten wie Haldenwang und ähnliches. Ja. Ne? Dann, was weiß ich, Verbotsverfahren gegen AfD und ähnliches. Nur der Schuss geht natürlich gerade in den ostdeutschen Ländern, geht natürlich völlig nach hinten los. Ne? Ich glaube auch, dass das passieren könnte. Wobei, ne, wie gesagt, meine Theorie ist ja nach wie vor die, dass man jetzt vielleicht eventuell, wie gesagt, es gibt Anzeichen dafür und man muss es jetzt noch beobachten. Also wenn ich richtig liege und es tatsächlich so eine Art Pro-AfD-Kampagne gibt, dann, ja, wie heißt es so schön, ist Polen offen. Ne? Also interessant ist ja jetzt hier der neue Umgang mit Linksextremismus, ne, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Lina E. gestern. Ne. Erstmal war ja die Sache beim Justizminister, muss man sich vorstellen.
den Justizminister hat privat sein Haus entlast bekommen, wie die Linksradikalen so schön immer schreiben, oder ist markiert worden, das heißt, das Haus beschmiert worden. Und nichts drang an die Öffentlichkeit. Die Linken haben sogar Bekennerschreiben gemacht. Ja. Also wirklich Terrorismus gegen den Justizminister. Auch normalerweise in den 70ern. Dieses Ding gewesen. Ne? So, jetzt Mantel des Verschweigens. Wer bringt's? Bruder auf der Welt. Irgendwann mal. Ja. Hier, Leute, warum berichtet darüber keiner? Ne? Ja, dann hat man, wie heißt sie, Lina E. in Leipzig, ne? Dann, das war gestern dann das Umgekehrte, wo man dachte, oh, in Leipzig, ein Gericht, Leipzig ist auch notorisch links eigentlich, ne? Ein Gerichtsentscheid, oh, die geht aber doch in Haft, immerhin. Ich meine, die muss ja ultra brutal davor gegangen sein, ne? Geht in Haft, 5 Jahre, glaube ich, ne? 5 Jahre und 3 Monate. Hat der Richter angefangen mit der Vorlesung, alle Gazetten, oh, die geht in Haft, jetzt auch der Staat gegen links. Und ganz zum Schluss, nach seinen 8 Stunden Vorlesen des Urteils, so, und Lina, Sie können dann jetzt nach Hause gehen. Dankeschön, schön, dass Sie da waren, dass Sie uns beehrt haben. Ne? Unter Auflagen. Unter Auflagen. Weil sie Rheuma hat, glaube ich. Ja, das ist schon interessant. Ne? Also da stimme ich dir ja auch zu. Der Effekt davon ist, dass die Leute ja nur noch ungläubig da stehen und denken, was ist das denn jetzt wieder? Der ist verheerend. Ne? Das ist natürlich verheerend, ja. Das ist der Effekt. Und gleichzeitig. Aber gleichzeitig ist es natürlich, ist ja nichts Neues, dass dieser Staat auf einem Auge da eben völlig blind ist, weil er halt natürlich selbst zum linksextremen Gesinnungsstaat geworden ist in weiten Teilen. Natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, ich meine, die meisten Leute werden ja, du erinnerst dich ja noch hier an die Rentnergang, die da den Reichstag stürmen wollte. Die sitzen alle in U-Haft. Die sitzen alle immer noch in U-Haft, genau, muss man sich vorstellen. Für nichts. Für ein Blatt Papier, das die eventuell beschriftet haben, und für Gespräche, die sie geführt haben, für Ideen, die sie gehabt haben. Ja, die haben keine Leute angegriffen und totgeschlagen. Nein, hat es nicht gegeben, aber ich glaube, auch das bleibt haften. Also wenn du, ne, ich meine, hier, das dieser Begriff der Rentnergang, der macht ja eigentlich in der breiten Masse der Bevölkerung, macht der ja die Runde. Die Korthose macht die Runde. Ja, du weißt, was ich meine. Also die Leute nehmen das ja wahrscheinlich, klar, es wird mit Sicherheit Leute geben, die das echt ernst nehmen. Die denken, ja, da hat es 16, 17 Rentner gegeben, die hätten fast die Republik gestürzt. Ah, haben wir auch Die wird es geben. Aber ich glaube, so die breite Mitte der Bevölkerung sieht darin eigentlich eher so eine, ja, was weiß ich, naja, ich weiß nicht, eher so eine satirische Erzählung fast schon, machen sich jedenfalls darüber lustig. Das geht auch über unsere Bubble hinaus, habe ich feststellen können. Und dann dieser Vergleich, ja, da ist eine richtige kriminelle Vereinigung, die Gewalt angewendet hat. Und wirkliche Terroristen. Und bleiben völlig unbescholten. So, da geht doch jedes Vertrauen in diesen Rechtsstaat verloren. Und wieder stelle ich die Frage, ist das beabsichtigt oder sind das auch nur diese Erscheinungen eines wirklich völlig dysfunktionalen Systems, das eben auf Inkompetenz und Dummheit baut, weißt du, was ich meine? Also es ist beides möglich. Ja, ne? Und was natürlich ideologisch in Beschlag genommen wurde, ne, in den letzten Jahrzehnten. Also das ja definitiv auch. Ja, also das ist herrlich zu beobachten, ne? Wie gesagt, Realsatire pur. Ne? Ja, mit diesem Justizminister, man muss sich mal vorstellen, stell mal vor, da wären jetzt irgendwie, der wäre von Querdenkern das Haus beschmiert worden, schon ohne entglast zu sein. Ja. Was wäre denn hier los gewesen? Ne? Aber das ist ja nur, das ist ja in allen Fragen so. Das ist in allen Fragen diese völlige Einäugigkeit, Einseitigkeit, Blindheit. Ja, und das muss eigentlich mehr und mehr Leuten auffallen, ne? Das ist schon richtig. Ich denke, es fällt auch mehr und mehr Leuten auf. Und ja, das ist dann ja letzten Endes der Samen dafür, dass hier alles, ja, irgendwann einmal früher oder später vor die Hunde geht. Und was ja an den Umfragen sehr, sehr interessant ist, die AfD betreffend, viel spannender als diese aktuellen Umfrageergebnisse, das sind ja die
potenziell möglichen Ergebnisse. Und die sehen die AfD ja mittlerweile schon ganz woanders. Also bei 25, theoretisch auch 30%. Nee, ich glaube, es ist die Hälfte ungefähr kann sich vorstellen, unter Umständen genau. AfD zu wählen. Und das waren vor ein paar Jahren noch 20-30%. Ja. 20, glaube ich. Richtig, richtig. Also es ist, glaube ich, von, ja, wie gesagt, ich glaube, es waren, wann haben sie das? Ich glaube, die Umfrage war vor einem Jahr oder so. Das hat jetzt tatsächlich innerhalb des letzten Jahres hat das eine dramatische Wendung hingelegt. Da waren es, glaube ich, insgesamt 30-32% oder so, die sich theoretisch vorstellen könnten, die AfD zu wählen. 74% haben das kategorisch ausgeschlossen, ja, und das hat sich jetzt mittlerweile wirklich ganz deutlich geändert. Und wie gesagt, also da hast du jetzt erstmal beinahe schon Rekordumfrageergebnisse und hinzu noch ein unglaublich großes Potenzial, was dahinter steckt. Das war so für die AfD noch nie da. Also nicht mal als in Umfragen, wie gesagt, eben mal vor ein paar Jahren stand sie ja schon bei 18,5%, aber auch da, ja, war im Prinzip das Wählerpotenzial schon weitestgehend ausgeschöpft und viel mehr Leute konnten sich dann auch nicht vorstellen, die Partei zu wählen. Und das hat sich jetzt geändert. Und es spricht ja nichts dafür, dass sich die Zustände jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ändern werden oder würden, dass diese Stimmung sich irgendwie drehen könnte. Ganz im Gegenteil. So, und man fragt sich ja übrigens auch bei den, wie kommt das bei den Millionen Deutsch-Türken an, dass Minister Özdemir sagt, hör mal, wie ihr gewählt habt, finde ich aber nicht gut. Da müssen wir jetzt aber nochmal drüber reden. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also, auch das ist ja so ein Ding. Ne? Ich glaube zum Glück, dass viele Deutsch-Türken die deutsche Presse gar nicht so richtig registrieren. Ich glaube schon, dass die in ihren Kaffeehäusern oder so irgendeinen. Also vielleicht, wenn ein Ahmed wird da mal erzählen, mal habt ihr mitgekriegt, was die wieder da für eine Schote bringen. Kann durchaus sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht in türkischen Tageszeitungen thematisiert worden ist. Könnte ich mir gut vorstellen. So, und da muss man sagen, klar, Özdemir, der hat seiner eigenen Partei damit keinen großen Gefallen getan. Ja, man hat ja immer darauf gehofft, dass eben die Deutsch-Türken potenzielle SPD- oder Grünen-Wähler sind. Ja, und das, ich sag jetzt mal, SPD und Grüne tun wirklich alles, aber wirklich alles, um diese Leute zu vergraulen. Ja. So, aber wirklich, da können die mit ihrem Multikulti-Quatsch Gelaber kommen, wie sie wollen. Das interessiert kein Schwein mehr. Ja, das, was die machen, das sehen die und die sehen, das ist nicht gut. Habe ich neulich so ein Video gesehen, ne, von so einer Klebeaktion. Und da ist dann auch so ein Deutsch-Türke vor die Kamera gelaufen, meinte, ihr seid doch alle total bescheuert und so weiter, ne? Und da meinte der, glaube ich, zu dem Reporter, wissen Sie was, ich habe immer die Grünen gewählt, aber jetzt wähle ich die AfD. Aber jetzt wähle ich die AfD, ne? Das geht doch gar nicht hier, ne? So, und da merkst du halt, da tut sich echt gewaltig was, ne? Und da können die Grünen noch so multikulturell erscheinen, wie sie wollen. Ich glaube, diese Wählergruppe haben die verloren. Und ja, theoretisch, eventuell, hat die AfD die dann gewonnen. Weil das, was die, ich sag mal in Anführungsstrichen, proklamieren, dann wahrscheinlich für die Deutsch-Türken wahrscheinlich viel, viel attraktiver ist, als das, was wir da jetzt gerade so um die Ohren gedonnert bekommen. Ja, wie gesagt, also 24 wird ja ein enorm spannendes Jahr, was das alles angeht. Ne? So, und ja, insbesondere Kommunal- und Landtagswahlen hierzulande und dann noch die US-Wahlen, US-Präsidentschaftswahlen in den USA. Wo finden die US-Wahlen nochmal statt? Doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser. Nee, auch da merkst du ja, wow, da ist so viel los. Und wenn man so ein bisschen die amerikanische Presse verfolgt, was sich auch da so getan hat, dass eben, wie gesagt, ein Trump bei CNN auftaucht, völlig undenkbar eigentlich, ist passiert und was sich da auch so gesamtgesellschaftlich zu tun scheint, also dass jetzt eben dieser ganze woke
Zeitgeist jetzt auch wirklich marktwirtschaftlich quittiert wird. Wie viele Firmen waren jetzt schon unter Beschuss? Das geht manchmal, man kommt überhaupt nicht mehr nach. Ne? Guck mal, du hast Adidas, du hast Anheuser-Busch, du hast dann hattest du Target zuletzt und ich glaube, jetzt wurde irgendwo Levi's erwähnt. Wow. Jetzt ist Levi's. Und noch irgendeine Kette. Kohl's, glaube ich, ja. Also es geht reihum und die werden alle abgestraft. Die werden alle abgestraft und es geht da wirklich um zig Milliarden. Milliarden. Ja. Das ist nicht einfach mehr mal so. Und Anheuser-Busch, ne, Bud Light, die geben zu, die sagen selber, ja, Leute, das ist nicht ein vorübergehendes Phänomen. Mhm. Diese Kreise, die trinken kein Bud Light mehr. Auf absehbare Zeit nicht mehr. Die haben wir verloren. Ne? Das wird, wie man so hört, also Bud Light wird jetzt gerade in den Supermärkten wirklich zu Ramschpreisen verschleudert, damit die Ware überhaupt wegkommt, damit die nicht vernichten müssen. So, weil da verkauft man die lieber für zu Ramschpreisen, als dass man die zurücknehmen muss, um die dann zu vernichten. Ja, und da merkst du, hier ist keine Randgruppe mehr aktiv. Nein, das sind jetzt weite Teile der Bevölkerung, die von ihrem, von ihrer Macht, von ihrer wirklichen Macht Gebrauch machen. Und da sage ich ja immer, ich betone es immer wieder, Wahlen, Kreuzchen, ist Pillepalle. Die eigentliche Macht liegt hier hinten am Geldbeutel. Mhm. So, und darüber müssen sich die Leute auch hier in Deutschland bewusst werden. Und ich glaube, hier und da sind die Leute sich darüber auch bewusst. Hier, bestes Beispiel, du hast ja mitgekriegt, Chibo, ne? Chibo-Café, hier diese Chibo-Läden, die machen ja jetzt auch ganz, ganz oft Werbung mit hauptsächlich People of Color, ne? Also das ist da auch schon, glaube ich, keinen, der da nicht Werbung mitmacht, ne? Ja, aber die haben es schon sehr, sehr intensiv gemacht. Du hast da wirklich keine weiße Person mehr gesehen zuletzt. Fast wirklich ausschließlich People of Color und Chibo hat jetzt eben auch Probleme, ne? Gehälter wurden eingefroren und so weiter. Also interessant. Ganz, ganz interessant. Also auch hier macht sich das scheinbar bemerkbar, dass die Leute ihre wirkliche Macht erkennen und das Geld dahin steuern, wo es eigentlich hingehört. Und ja, ich denke, wir stehen diesbezüglich hierzulande erst am Anfang. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Leuten das immer und immer und immer und immer wieder zu sagen. Leute, dieses Kreuzchen, macht es von mir aus, wenn ihr wollt, wenn es euch dann besser geht, dann ist das okay, macht das. Aber überlegt euch lieber genau, wo ihr euer Geld lasst. Ja, also da lohnt es sich vielleicht mal drüber nachzudenken. Kaufe ich jetzt hier bei Rewe ein oder kaufe ich dann doch lieber bei, was weiß ich, Aldi ein oder sowas? Also, ne, dann kann man ja abwägen, wer macht es intensiv, wer macht es eher beiläufig, wer macht es gar nicht. Ne? So, und da hat jeder wirklich, wie gesagt, die Entscheidungsgewalt. Und da muss man, wie gesagt, nicht 4 Jahre drauf warten, bevor man hier aktiv wird und von seiner ja doch vorhandenen Macht Gebrauch macht. Ne? Ja. Ich finde jetzt auch Lust, apropos, wo ich war ja jetzt so traurig, dass ich mein Regenbogen-Stirnband vergessen habe. Wir haben wieder Pride Month. Wir haben Pride Month hier in Deutschland. Es ist Pride Month. Und da sind wir doch normalerweise auch immer bestens ausgerüstet. Eigentlich, ne? Und deswegen bin ich auch. Im letzten Jahr waren wir noch. Ich bin deswegen auch ein klein wenig traurig, dass ich jetzt mein Stirnband leider. Aber haben wir es nicht verschenkt? Wir haben das doch in die Menge geschmissen. In Oldenburg, oder? In Oldenburg haben wir es einigen Leuten gegeben. Aber wir hatten, glaube ich, mehrere. Ne? Wir hatten aber ja wo meins ist, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast deins verschenkt, ich habe meins behalten. Ah. Wir haben ja jetzt hier nicht. Wir haben das ja nicht. Wir hatten jeder ein Stirnband und wir hatten ein Stirnband, ne? Zwei. Zwei, wir hatten zwei Armbänder und ein Stirnband. Ja, wie gesagt, mein Stirnband habe ich noch. Das habe ich jetzt hier neulich in einem Umzugskarton gefunden. Bin damit natürlich stolz durch die Wohnung gelaufen. Ja, wie gesagt, wir haben ja Pride Month. So, und das Lustige ist, heute twittert bei, nicht Twitter, heute trendet bei Twitter Stolzmonat. Nein. Pass auf, doch, irgendwie. Stolzmonat. Ja, aber richtig geil mit Deutschlandflagge. Ach, okay. Das macht gerade so richtig schön die Runde hier im Mainstream. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt dahinter steckt. Ich glaube, das ist hier diese Schlomo-Finkelstein-Bubble. Ich glaube, die haben das so ein bisschen mitinitiiert, war das, was ich jetzt gehört habe. Und da denke ich halt auch so, boah, muss das sein? Ja, mit dem Deutschland jetzt wieder, ne? Aber an sich, man muss ihnen
das entreißen. Ne? Man muss ihnen auch die Worte entreißen. Ne? Ja. Genauso wie sie es vorher auch gemacht haben. Jetzt macht man halt einen Stolzmonat. Also auf der einen Seite, ich kann ja nicht nachvollziehen, wie man hier noch irgendwie irgendeine Form von Stolz empfinden kann. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ja. Die Idee ist eigentlich super geil. Also man entreißt denen eigentlich diesen ganzen Bohai. Ja? Also man geht offensiv hin und macht im Prinzip genau das, was die machen. Ja, und nimmt denen dadurch ja gewissermaßen so ein bisschen den Wind aus den Segeln und ja, wie gesagt, trendet gerade bei Twitter. Hast du nicht letztens von so einem Meme auch erzählt, wo dann ein Bild ist, wie es in unseren Schwimmbädern wirklich aussieht, wer so die Schwimmbäder bevölkert, ne? So die Jungs in den Schwimmbädern. Ja. Und darunter das Bild von Adidas mit dem Transen-Badeanzug. Ja, ich glaube, der war gar keine Transe. Oder Damen-Badeanzug. Ist einfach ein Kerl in einem Damen-Badeanzug. Ja, ja, ja. Und wie er sich denn wohl in dem Schwimmbad fühlen würde jetzt. Ja, in einem durchschnittlichen deutschen Schwimmbad. Was stand da? Ich freue mich schon darauf, wenn diese hier und dann eben dieses Foto aus so einem Schwimmbad auf diesen hier treffen und dann eben der Typ da mit dem Badeanzug. Ne? Und das ist, also ich sag mal, gewisse Konflikte sind ja vorprogrammiert. Ja. Wenn das hier so weitergeht. Ne? Und ich glaube auch, Adidas würde es im nächsten Jahr eher nicht mehr machen, die Kerle in den Damenbadeanzug stecken. Ne? Also wie viele Milliarden haben die jetzt an Börsenwert verloren und an Absatz? Also, ich hab keine genauen Zahlen. Wenn sich das zweimal überlegen. Es bricht da einiges weg. Und ja, man wird sich wirklich überlegen müssen, also auch schon aus rein existenziellen Gründen, da kann in der Welt noch so sehr dafür geworben werden, dass man doch jetzt Haltung zeigen muss. Genau, dass Unternehmen nicht mehr auf die Umsätze schauen sollen. Nee, Verluste sind völlig egal, aber Haltung ist gefragt. Richtig, Haltung ist jetzt wichtig. Und ich wage doch zu bezweifeln, dass Unternehmer nur wegen ihrer Haltung das Unternehmen, wie soll ich sagen, die Existenz des Unternehmens gefährden. Und das haben, glaube ich, jetzt doch einige tatsächlich schmerzhaft zu spüren bekommen, dass diese ganzen Haltungsgeschichten tatsächlich deutlich nach hinten losgegangen sind. Also wie gesagt, dieser Begriff der Reaktanz, der kommt jetzt voll zum Tragen. Also diese ganze Propaganda, von der man geglaubt hat, sie hätte dann irgendeinen Einfluss auf die Leute, bewirkt jetzt das konkrete und exakte Gegenteil, nämlich ja den Widerwille, diesem ganzen Zeug zu folgen. Und das ist jetzt enorm spannend. Also in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, da sind die wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter. Aber auch hier in Deutschland merkst du mehr und mehr, ja, okay, die Leute, die haben es bis hierhin und da geht nichts mehr rein. Da kommt jetzt einfach nur noch, weiß ich nicht. Also da kommt jetzt Widerstand, wenn du so willst. Ein ganz natürlich erzeugter. Ne? Insofern, also ich sag, ne, ich freue mich zwar schon auf 24, aber nichtsdestotrotz, ich bin ja auch für die nächsten. Wir nehmen auch den Rest von 23 noch mit. Den Rest von 23 nehmen wir auch noch mit. Noch oben auf. Ich bin auch grundsätzlich nach wie vor, muss ich sagen, sehr optimistisch und ich kann eigentlich, ich weiß, irgendwie, es fällt mir schwer, irgendwie negativ in die Zukunft zu blicken, weil ja doch so vieles an so vielen Ecken und Enden ja zu bröckeln scheint. Und auch, ich sag's mal, ne, mag jetzt auch dieses Heizungsgesetz durch den Bundestag gehen. Ja, Gesetze können auch immer wieder abgeschafft werden. Heizungs- und Stasi-Gesetz obendrauf. Ja. Ja, da ist ja wieder die FDP eingeknickt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich auf keinen Fall. Ich hatte immer Vertrauen in Lindner. Nee, komm, Spaß beiseite. Ach ja, pass auf, wir sind schon über eine Stunde. Oh ja, wir müssen mal so lange. Wir haben heute wieder Überlänge. Ne? Wobei einige Leute schreiben ja auch, wir können gerne hier so Blockbuster-Formatlänge haben, aber wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Also, wir wollten letzte Woche, ich habe es auch schon bei einer Wortmeldung gemacht, wir wollten Sie mal fragen. Ich habe ja letzte Woche die Frage gestellt, ob wir diese Sendung eventuell verschieben sollen, vielleicht auf Freitag. Die allermeisten finden den Sendetermin Donnerstagabend passend und da wird sich jetzt nichts dran ändern. Also wir bleiben bei Donnerstagabend. Und was wir dann noch in Erfahrung bringen wollten, haben Sie konkret andere Sendeformate, andere Sendungen, die Sie
gerne schauen. Also so wie sie jetzt das Dachtheken-Duett gucken, das haben wir auch schon oft gehört, dass es da Leute gibt, die gucken sich unbedingt das und das und das an. Ne? Also bringen uns dann in eine Reihe. Donnerstag gucke ich immer Dachtheken-Duett und Freitag gucke ich immer das und das. Also wenn sie solche Sendeformate haben, kennen. Wöchentlich erscheinen. Wöchentlich erscheinende, ja, Sendeformate. Genau. Wöchentlich erscheinende Sendeformate, die dann idealerweise auch irgendeinen festen Sendetermin haben. Schreiben Sie diese Formate und dort, wo sie auch erscheinen, gerne in die Kommentarspalte. Und wir wollen dann mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann einmal so ein Podcast sein. Ja, Videopodcast, Podcast. Ja. Ja. Also, das, was ich jetzt bei meiner Wortmeldung rausgehört habe, viele, viele Leute gucken die Honigwabe. Wann kommt die immer? Die kommt immer sonntags 18 Uhr. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo die läuft. Also ich glaube, das ist nicht bei, also bei YouTube wird sie gelegentlich veröffentlicht, ja. Aber der Sendeplatz ist, glaube ich, ein anderer. Also wenn Sie so ein Format haben, dann geben Sie zwingend auch den Sendeplatz, vielleicht eine Verlinkung oder sowas mit. Ja, dann machen wir hier mal so eine Zusammenstellung, was da so erscheint, und werden Ihnen diese dann mal präsentieren. Und vielleicht machen wir vielleicht eine Programmzeitschrift, ein Fernsehprogrammzeitschrift. Ja, sowas in der Richtung. Ja, TV Movie hat ja ausgedient, ne? Genau. Die Leute gucken ja nur noch Internet. Ja, ja. Ja, hatten wir sonst noch? Ja, das neue Heft ist erschienen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon hochgehalten. Ja. Nochmal. Das ist die Bitcoin-Ausgabe aktuell, ganz wunderbar, und die nach Aussage mancher beste Ausgabe, die bislang erschienen ist, das war die vorletzte, über KI. Künstliche Hyperintelligenz. Und wenn Sie die noch nicht gelesen haben, wird es höchste Zeit, jetzt zu abonnieren. Denn nie ist es zu spät im Leben. Ganz genau, richtig. Also, fertig, ne? Ja. Nächste Woche Donnerstag ist wieder frei, ne? Echt? Frohen Leichnam, meine ich. Ist das schon nächste Woche oder nächste übernächste? Woche. Ich meine nächste Woche. Das geht jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag. Das ist, das müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht Mittwoch aufnehmen. Ja, dann müssen wir mal sehen. Dann würden wir Mittwoch aufnehmen. Schauen mal, was wir für Sie tun können. Ganz genau. So machen wir das. In diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.